Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Black Hearts 2 mit Melo und einen Angriff auf den Koloss des Kyrios. Hoch oben in den Aralkor-Höhen wurde der neueste Ausdruck von Marwans Herrlichkeit errichtet. Über Meilen sichtbar erhob der Koloss des Kyrios sich in den Himmel. Cassia wollte ihn fallen sehen. Okay, ja, den wollen wir fallen sehen. Okay, wir können keinen As. Ja, gut, wenn wir keinen. Ja, wenn wir keinen Ogre-Magier oder keinen Ogre mitnehmen können, dann würde ich sagen, nehmen wir doch nur einen Assassinen mit. So. Da ist eine Höllenorgel mit einem Bannkreis dazu. Da ist eine Höllenorgel mit einem Bannkreis dazu. Prinzipiell sehe ich aber im Augenblick noch keine bösen Viecher. Dieser Marwan gefällt mir besser Irgendwie als der so. echte. Er schreit nicht. Und er versucht nicht zu fliehen. Okay, hier ist im Prinzip nur ein Bogenschütze, ja? Ist das doch, obwohl das ist eigentlich Verschwendung für den Assassinen, naja. Naja, 75, okay. Okay, sie verstecken sich. Wenn da hier so viele Höllenorgeln stehen, vermute ich auch mal, dass hier noch was kommen wird in der Richtung. Frage ist, wie wir die dann umschubsen wollen, sollen, können, diese Statue, oder müssen wir einfach nur alle umbringen? Den dann zerlegt. Okay. So, wir haben angegriffen für 6. Nein! Soll so eine Art Hinterhalt sein, oder? Eigentlich muss der Assassine da doch nicht rüber. Hat er noch 19? Er hat nur 19, ja. Okay, jetzt kommt hier so langsam auch die angesprochene Verstärkung, aber im Prinzip gibt es hier eh nichts zu holen. Also ist der Assassine da auch jetzt gerade nur unsinnig. Irgendwie sowas. Nicht um das Ding in die Luft zu jagen. Na, okay. Schade. So. Immer da ein bisschen eine reinhauen.
ich das eigentlich auch. Inklusive das Ganze da in Flammen setzen. So, kleiner Wuchs muss gehen. Ist der einfach tot. Und dann mal Vorwärtsbewegung. Auch wenn ich mich hier irgendwie verzettelt habe und da in die falsche Richtung bin, aber okay. Gibt Schlimmeres. Naja. Und auch hier den langen Weg entlang. Der ist dann neu hier oben. Aber nicht so wichtig. Probieren wir den mal einfach hinter uns zu lassen. Und vielleicht kriege ich ja dann irgendwann noch raus, wie man diesen Koloss stürzt. Weil ich mal mit der Höllenorgel. Alleine kann es ja nicht sein. Vielleicht muss man einfach nur alle umbringen. Also ich meine, auch wenn es sicherlich nicht der richtige Weg ist, ist es auf alle Fälle ein Weg, der funktioniert. Naja, guck mal raus, ist schon klar. Vorwärts. Schon wieder rumnerven. Da was? Nö. Dann können wir auch weiter rutschen. Das Werk vorwärts. Ja, ist es hier. Fühlt sich gerade so ein bisschen unnütz an. Okay, auch noch nicht so spannend, also auch weiter hier erstmal. So, jetzt könnte es da oben vielleicht lustig werden. Irgendwie so, ne? Der fetter Feuerball. So, wo will der hin? Der hat ja keine Flügel, das ist der richtige Nahkämpfer. Reinhauen. Nützt mir alles nichts, nichts zu sehen. So, nochmal so ein Vierer Feuerball, der sollte da oben eigentlich Ruhe sein. Okay, komm. Höllenorgel-Fuzzis. Also Insektoide. Mal hier weiter. Und wie kümmern wir uns dann? Und die Mellis hier auch mal noch was zu tun haben. So, Elo auf den Händen. Ja, ganz normal. Hier.
können wir dann auch mal ein bisschen Mana regenerieren. Kann man wahrscheinlich nicht. Schade. Okay, dann. 32, ja. Das geht relativ fix. Ich nehme mal der hier unten, der 14er, der wird auch nicht. Das ganz rankommen. Den nehme ich jetzt hier einfach. So, mal neue Pfeile demnächst kaufen. Ist nur einer hintergestanden. Erstmal hier hin und den mal so einen Todesstich. Fünf ist nicht vergiftet. Na, ich mal jetzt aufdrehen. Wer ist der Nächste? Ganzen. Schade. Ja, aber auch noch 12. Ungewöhnlich viel Schaden gerade. Der Kyrios ist 20 Schritt zu hoch. 20 Schritt zu hoch. Ihn auf Lebensgröße. Ich dachte, dies sei kein Rachefeldzug. Geh nicht zu weit, Sklave. Hä? Ich dachte, das war nur ein Rachefeldzug. Grüne Viper, Zierschild. Okay, eine grüne Viper. Vielleicht irgendwas, was jetzt mein Elfenbogen so mal ersetzen fiel kann. Der große Koloss. Und wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht, dass die Zeit des ersten Kyrios zu Ende war. Oh, und Marwan greift an. Na gut. Die Tage, da der erste Kyrios seine Gemahlin unterschätzte, waren endgültig vergangen. Sein nächster Schlag traf die Verteidiger mit voller Wucht. Na dann, wir sind ja zum Glück noch vor Ort. Keine Ogre. Buh. Boogies. Gucken wir mal, was da kommt. So, wir sollen jetzt wirklich das hier verteidigen, ja? Die Frage. Haben wir 10. Okay. Die Bogis würde ich hier hinstellen. Magier, noch ein Bogi, Magier und dann irgendwo auch noch tatsächlich meine Zwergi.
Ich muss auf alle Fälle mal an meiner Dings arbeiten, glaube ich. Zauberreichweite, oder? So, wir haben einen Bogi. Bogis mag ich nicht. Das wird gleich eine ganz bittere Erfahrung voller Feuer. Das war ungefähr hier. Oh, jetzt kann ich nicht alle treffen, ne? Der vorne hat irgendwie Glück. Na dann. Treffen, na gut, trotzdem. Ich will jetzt volle Hütte auf AE setzen gerade. Gerne, dann können wir eigentlich mit den Nahkämpfern schon mal versuchen, hier oben so einen kleinen Riegel aufzubauen, für den Fall, dass es da jetzt noch irgendwelche größeren Probleme gleich gibt. Den wir hier, glaube ich, so ich mal dastehen kann. Hier mehr AE, mehr AE. Aber nur mehr AE heißt ja nicht, dass wir nicht. Na, reicht eigentlich dann ein Dreier, oder? Hältst du da wirklich noch hoch? Oh, man kann offensichtlich hier hochschießen. Oder hochschlagen. Oh, kommt noch mal eine zweite Abteilung mit einem Kampfmagier. Na dann würde ich sagen, kriegen meine Nahkämpfer ja doch noch mal was zu tun. Keine Pfeile mehr? Ah, deshalb. Gut zu wissen. Verlockend, ja. Okay, jetzt hier auch auf den wieder, auf den Kampfmagier, der muss weg. Vorwärts.
Die Szene muss erstmal stehen bleiben, da wir uns leider selbst im Weg stehen. So, wenn ich jetzt von nirgendwo den... okay, geht nicht. Dann rein da jetzt. Kampfmagier hat keinen Mana mehr. Der Kampfmagier. Nee, das ist meine. Kampfmagier hat noch genug Mana, aber irgendwie. Nein! Oh, der muss weg. 20. 80. Ah, für 9 immerhin. Dreckiger Hund! Nochmal für 4. Sein. Nein! Weil ich noch nicht so richtig weiß, wie ich... Ja, 85 könnte gehen. Oh, der hat sie gehört. Und dann haben wir sie alle umgehauen. Puh! Das haben sich aber als der Staub sich senkte, angestellt. Wehte über den Toren noch muss immer ja die so silberne sagen. Korapie. Okay, gut, Folge ist dann soweit erstmal wieder rum, dann in der nächsten Folge definitiv neue Pfeile kaufen, die Akropolis angreifen und dann uns quasi mit allem darauf vorzubereiten, Mengbilla einzunehmen. Schönen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss!